Jo Pyrus, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, dieses Jahr haben wir auch wieder ein Restevideo. Seid gespannt, was ich jetzt euch gleich hier zeigen werde. Das sind 3 Metallkisten voller Feuerwerk und noch ein paar andere Dinge. Und bevor das Video beginnt, blende ich euch jetzt hier noch was ein. Von Weihnachten bis Silvester sind es jetzt nur noch 7 Tage. Wir lassen es krachen, schnapp aus dem Wagen, kaufen einen, als wären wir Geisteskranke. Ja, wir lieben diesen Tag. Kauf für hunderte Euros ein, bereuen es kein Tag. Ja, wir sind Pyrus. Ja, Leute, ihr habt es gesehen. Und zwar kommt am 1. November mein erster Feuerwerks-Rap online. Mich würde es mega, mega freuen, wenn ihr das Ganze supporten werdet. Wir werden auch in die Nacht rein zum 1. November einen Stream machen auf YouTube. Dann werden wir dann um 0 Uhr gemeinsam uns das Musikvideo zu anschauen. Ich werde nächste Woche noch ein Musikvideo drehen, das wird mega, mega krass. Und der Song kommt auf YouTube Music, Apple Music und Spotify online. Also ihr könnt den Song auch streamen, mega, mega geil. Und ja, wie gesagt, mich würde es freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Ich habe da sehr viel Zeit, Liebe und auch Kraft investiert und vor allem auch Budget. Das Ganze war echt nicht günstig, den Beat zu kaufen. Mein Anspruch war, dass ich es halt professionell aufnehme und das Ganze war auch nicht günstig. So, bevor ich euch jetzt weiter volllaber, fangen wir einfach jetzt mit den Resten an. So, dann fangen wir jetzt mit der ersten Kiste an. Und zwar haben wir hier als allererstes die Kistenteufel-Fontänen. Da hatte ich mehrere Packungen von bestellt, die waren auch mega, mega gut. Die habe ich jetzt hier noch übrig. Das sind 3 Fontänen mit 3 unterschiedlichen Effekten und die sind wirklich sehr, sehr schön. Die hatte ich damals bei Pyroland bestellt. Ich weiß nicht, ob die noch haben, dann müsst ihr mal vorbeischauen. Hier jetzt einmal einen kompletten Schinken Black Powder Böller von Pyroart und zwar noch die Super Böller 1. Mega, mega geil. Genau. Dann haben wir hier einmal noch die Fire Event Retro Collection. Auch mega, mega geile Oldschool Böller. Genau. Eine Packung Luftheuler. Man kennt es. Dann haben wir hier einen kompletten Schinken von den Funke A-Böllern. Der ist noch komplett zu. Noch keine von gezündet. Lasse ich auch noch zu. Genau, dann haben wir hier noch von der Feuerwerksvitrine einmal den bunten Beutel Schattenduell. Hier liegt noch eine Kistenteufelfontäne rum. Hier haben wir ein bisschen F1, aber auch ein bisschen älteres Zeug, noch ein paar Raritäten. Genau, darauf gehe ich jetzt aber nicht mehr ein. Dann haben wir hier noch ein Set von Nico, das Bang Pack. Und die richtig, richtig geilen Funke Pfeifraketen Kaliber B. Die sind echt mega der Hammer, vor allem dafür, was die kosten. Die sind echt richtig günstig und die sind echt mega gut. Dann noch hier eine ältere Veko-Rakete, die Juve. Das ist eine Rarität, aber da habe ich jetzt auch keinen Stock mehr von. Aber ja, würde ich jetzt auch nicht zünden. So, dann machen wir weiter mit der zweiten Kiste. So, hier haben wir die zweite Kiste und ich finde, das ist eine wirklich mega, mega geile Mischung hier drin. Wir haben hier einmal jetzt einen Pyroart Feuertopf, genau in Kaliber 50. Brokat mit blauen Sternen. Der ist jetzt noch geschlossen, aber die gab es jetzt auch noch bei Beißel Pyrotechnik. Beißel Pyrotechnik hat noch einige Pyroart Artikel und das finde ich echt cool, dass sie da noch was haben, weil bekommt man ja nirgendwo mehr eigentlich. Dann haben wir hier noch den Kara Feuertopf Multicolor Sterne mit Knister. Den kann ich euch aber einmal zeigen. So ein fettes Teil hier, sogar mit Standfuß. Genau, Multicolor Sterne mit Knister Kara von Pyroart. Dann haben wir hier noch 3 Packungen von den Honey Badgern von Funke. Wirklich geile Teile, bin ich froh noch welche zu haben. Die gibt es auch noch bei Beißel momentan, habe ich gesehen. Also wenn ihr noch Honey Badger wollt, schaut mal bei Beißel vorbei. Die haben noch einige am Start und die sind echt mega gut und die sind auch nicht teuer. Das ist geil. Eine Packung Flashbang von Veko. Folie, dann haben wir hier noch ein paar Choco Pyroart Fontänen. Die Octoplus Heuler von Funke. Ein paar schöne ältere Veko Überraschungsvulkane in den Blister. Dann haben wir hier noch jede Menge, oder ja, es sind gar nicht mehr so viele. Ich dachte, es sind mehr. Dann haben wir noch ein paar Luftheuler Packungen von Funke. Hier einmal noch eine ganz, ich glaube, das waren ja die älteren.
erste oder zweite Charge meines Vaters. Dann haben wir hier noch ein paar Böller drin rumliegen. Funke D, P1, Firewind D, beides die Retro-Chargen, beides Retro-Böller. Dann haben wir hier zum Beispiel noch ein Superböller 2 von Funke, auch P1. Und der Schinken hier ist wirklich noch voll mit D-Böllern. Und ja, hier sind noch ein paar B-Böller von Funke, aber das meiste müssen D-Böller sein. Und genau, den zünde ich auch nicht. Genau, dann haben wir hier noch einmal eine Packung Peng 1. Knallfrösche, Funke D, Funke B, zwei Packungen. Richtig, richtig geil, das noch zu haben. Die werde ich aber auch aufheben. Dann nochmal ein Peng 1 und nochmal ein Peng 1. Also drei Packungen Peng 1. Dann haben wir die Thundercracker von Katan. Die waren ja echt nicht gut, die Charge. Also die Charge war richtig räudig, muss ich sagen. Hat sich echt nicht gelohnt, damals dafür 50 Euro auszugeben. Nochmal hier Funke P1. Funke B-Böller. Und dann haben wir hier noch jede Menge Firewind D-Böller. Ich finde die richtig, richtig geil. Deswegen bin ich froh, da noch einige zu haben. Hier haben wir noch ja, zwei Packungen Firewind D. Dann haben wir hier noch sogar Thundercracker von Katan. Und dann haben wir hier noch die Thundercrackers von Funke. Was haben wir noch? Wir haben jetzt mal auf die Seite kurz räumen. Dann haben wir noch einmal Cobra P1 Böller. Habe ich erst zwei gezündet gehabt. Und dann haben wir hier noch die Pyronion. Pyronion P1. Und Knallfrösche C von Funke. Müsst ihr mal schauen, ich glaube Cobra P1 und Pyronium P1 könnte es auch noch bei Beiße Pyrotechnik geben. Und wir haben hier jetzt noch dreimal sogar von Firewind die Retro Collection Böller in dem Set hier drin. Genau, das sind vier Päckchen von den A-Böllern, genau, und zwei Päckchen von den D-Böllern drin. Das Ganze dreimal. Dann war es das mit der Kiste, dann sehen wir uns jetzt gleich bei der dritten Kiste. Jetzt kommen wir zur dritten Kiste. Wir haben jetzt hier einmal so eine Fontäne, meine ich, war das, für 7,59 Euro. Die war bei dem Überraschungspaket von Beiße Pyrotechnik dabei. Dann haben wir hier die Knisterteufel-Fontänen von Lone Star. Ich liebe die Dinger. Hier sind noch zwei drin, in der Farbe Blau. Die sind einfach sowas von geil, Leute. Wirklich Empfehlung, das Crackling ist so krass. Dann haben wir hier die Sputniks von Leslie. Das sind auch richtig geil, vor allem dieser Heuleaufstieg, der ist richtig krass. Dann haben wir hier noch die Bombenrohre, ich weiß gar nicht mehr, war das von Bröckhoff? Ich meine, die waren von Bröckhoff, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Die sind aber auch mega, mega gut gewesen, kann ich auch nur empfehlen. Dann haben wir hier eine kleine Fox-Batterie, die Rookie. Und dann haben wir hier noch die Psycho Billy von Explode. Dann haben wir Flashbangs, Bombenrohre, Klassiker und Whistling Thunder King. Ist auch ein geiler Pfeifausstieg, Bombenrohr. Die gibt es auch schon relativ günstig. Und dann haben wir hier noch einige von Flashbangs und noch hier von Deco ein Flashbang. Genau. Dann haben wir hier zweimal die Leslie Gold. Ist eine richtig, richtig gute Low-Budget-Batterie. Also die hat halt einen richtig schönen Goldeffekt. Das ist echt mega. Dann haben wir hier noch die Hammer Salutbombenrohre. Ich meine, das war die Charge aus 2021 und die waren echt nicht so krass, wie ich gedacht habe. Also ich dachte, ja, die wären mega, mega krass. Aber ja, die waren jetzt nicht schlecht. Aber die waren jetzt halt auch nicht so krass, vor allem für den Preis. Die hatten irgendwas mit 12 Euro gekostet. Und dafür, dass die dann jetzt nicht überkrass waren, ja, fand ich es jetzt nicht so. Dann haben wir hier einmal zweimal Pfeifraketen von Fox. Noch eine Riesenfontäne 4 von Funke. Geiles Teil. Dann haben wir hier eigentlich die Mystik von Pyro Web. Aber man kann es sehen, hier ist noch jede Menge Reste einfach drin. Mini-Choco-Fontäne, eine Crackling-Fontäne von Funke. Jede Menge, hier so kleinere Oldschool-Böller. Hier zum Beispiel auch von Funke. Condor Brokat. Also hier habe ich einfach so ein bisschen Leuchtzeug reingeschmissen, wo halt übrig war. Aber die Mystik von Pyroweb ist auch eine geisteskrank geile Batterie. Ich hatte die an Silvester gezündet und dieser Effekt, der Effekt ist einfach krass. Also
Ich habe so einen Effekt auch vorher noch nicht gesehen bei irgendeiner anderen Batterie. Dann haben wir nochmal die Rookie von Fox. Dann haben wir 1, 2, 3 Packungen Luftheuler von Funke und hier noch 2 einzelne. Dann haben wir 1, 2, 3 Packungen, nee, 4 und 5 Packungen Mosquito von Leslie. Dann haben wir hier noch einmal Funke C-Frösche. Die Geysir Kaliber C von Funke. Das ist echt krass. Ich habe hier übelst viel Kleinzeug noch übrig. Okay, dann haben wir hier nochmal die Explode Storm. Ich weiß noch, letztes Jahr, ich bin einfach nicht dazu gekommen, das ganze Kleinzeug zu zünden. Nochmal Firewind Retro D. Superböller 1 von Nico. Und nochmal Firewind Retro D. Das ist eine kleine Explode-Batterie, Proton. Keine Ahnung, was die kann, habe ich noch nicht gezündet. 2 Sputniks, die sind leider an Silvester hier abgebrochen, deswegen habe ich die nicht gezündet gehabt. Dann haben wir hier noch ein Teufel, Feuerteufel, genau. Von Blackbox ist das, genau. So ein, wie eigentlich die von Funke, die gibt es ja auch von Funke. Dann haben wir hier Bengalos von Leslie. Zündschnur, Titanschläge von Funke, auch noch komplett verschweißt. Bin ich auch nicht dazu gekommen. Crackling Birds, auch noch komplett zu. Krass. Nochmal 2 Packungen Luftheuler, also habe ich doch noch einige Luftheuler eigentlich übrig. Dann haben wir hier noch die Lunatic. Genau, das war von Leslie, okay. Ist, glaube ich, auch einfach ein Crackling-Ausstieg gewesen. Dann haben wir hier nochmal Leslie Frösche. Von Hammer in F2 Plus, die K3 heißen die, glaube ich, genau, Strong Original, sind aber auch nicht mega gut, also die Verarbeitung ist von denen ist richtig räudig und zu mega laut sind die jetzt auch nicht. Dann hier noch Höllenfeuer von Funke, Orange, Violett und Grün und von Jorge, hab ich auch nicht gezündet, krass, einfach Vulkane noch, müssten das sein, genau. In Gold und Crackling. Genau, dann war es das jetzt auch mit der Kiste. Und dann zeige ich euch jetzt noch kurz das nächste Paket. So Leute, und hier haben wir jetzt noch das letzte Paket. Das ist das Weco Überraschungspaket, das ich euch eigentlich schon mal in dem Video gezeigt habe. Wenn ihr das euch kaufen wollt, schaut mal in der Beschreibung vorbei. Und ich habe euch auch hier oben jetzt das Video eingeblendet, wo ich euch das Paket vorgestellt habe. So Leute, dann kommen wir jetzt noch zum Schluss. So Leute, das war's jetzt mit den Resten und eine Sache will ich euch noch sagen, schaut gerne mal in meinem Merch-Shop vorbei, da gibt es zum Beispiel diesen Hoodie, es wird jetzt ja draußen immer kälter und da lohnt sich sowas auf jeden Fall, der ist mega geil, der Background ist richtig krass und es ist ein Oversize-Fit, dementsprechend sitzt der einfach richtig geil, der hat Drop-Shoulders, hält mega warm im Winter und ist einfach ein richtig geiler Hoodie. Dann vergesst es nicht, 1. November kommt der Feuerwerks Rap online. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Wir werden auch streamen, also es kommt ein Livestream in den Release hinein. Also am 1. November, nicht vergessen und ciao. Von Weihnachten bis Silvester sind es jetzt nur noch 7 Tage. Wir lassen es krachen, schnapp aus dem Wagen, kaufen ein, als wären wir geisteskranke. Ja, wir lieben diesen Tag. Kauf für hunderte Euros ein, bereuen es kein Tag. Ja, wir sind Pyros.